Grüß Gott und herzlich willkommen zum Grundkurs Glaubenserneuerung. Wir befinden uns mitten in dem ganz spannenden Themenfeld der Berufung zur christlichen Ehe. Bevor wir daran anknüpfen, was letzte Mal schon gesagt wurde und das auch weiterführen, beginnen wir wie gewohnt mit einem Gebet. Jene von Ihnen, die eine Kursmappe haben, finden hinten auf Seite 68 unter der Nummer 35 ein Gebet für die Eheleute. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben zueinander Ja gesagt für immer. Herr, Ja für Glück und Unglück, Ja für Gesundheit und Krankheit, Ja für Erfolg und Misserfolg. Die Liebe kennt keine Furcht, sie kann Ja für immer sagen. Danke, Herr, für diese Liebe, die bei uns angefangen hat. Danke, dass du durch das Sakrament der Ehe bei uns bist. Und so bitten wir dich, während dieser Sendung dieses Jahr der Eheleute noch einmal zu segnen, zu erneuern und alle, die du berufen möchtest, in diesen Stand der christlichen Ehe auch durch diese Sendung dafür vorzubereiten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jene von Ihnen, die das letzte Mal dabei waren, hatten mit diesem Bild abgeschlossen. Sie erinnern sich, dass ich damit ausdrücken wollte, die beiden lieben sich, das sieht man ja, indem ihre Herzen auch beieinander liegen. Und im Laufe der Jahre des Kennenlernens haben sie erstmal so einen Hintergrund aufgebaut, ein tragendes Fundament ihrer Freundschaft. Zum Beispiel, indem sie Zeit miteinander verbracht haben, Gespräche geführt haben, sich Zärtlichkeiten ausgetauscht haben, sich Geschenke gemacht haben, Freunde und Familien gegenseitig kennengelernt haben, auch Schwächen aneinander gefunden haben, was sicherlich zu Konflikten und Krisen führte und so manches Einüben an Geduld erforderte. Und sie haben auch gelernt, dass Treue seinen Preis hat, und ich hoffe, dass die jungen Menschen dann auch Zeit haben, ihren Glauben miteinander zu leben. Und dann habe ich gesagt, wenn sie sich entscheiden, eben zusammen zu sein, zusammen zu bleiben und zu heiraten, dann wird im Sakrament, dafür steht hier dieser goldene Ring, wird diese Liebe, diese menschliche Liebe hineingehoben in die Liebe der Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, fortan ist der Ehepartner und der Ehepartner verbunden mit, wir haben H für den Herrn gesagt, mit dem Herrn, mit Gott in ihrer Mitte. Dafür steht auch die Kerze. Die Mitte des Liebeslebens in der christlichen Ehe ist also nicht der Ehepartner, sondern immer Gott. Da lassen sie sich immer neu entflammen, entzünden, damit auch die Freude in der Ehe und die Liebe zueinander immer neu entfacht wird. Und ich habe das letzte Mal auch gesagt, dass nach der Lehre der katholischen Kirche die gelebte Sexualität den Platz hat im Rahmen der sakramental geschlossenen Ehe, und dort ist alles vom Segen Gottes umfangen und eben auch die Sexualität. Und so ist auch Sexualität gedacht, dass sie ein Raum ist, wo man nicht nur menschliche Freude, menschliche Liebe miteinander erfährt, sondern wo man auch in gelebter Intimität offen ist, Gott Raum zu geben, dass er sich mitschenkt. Dann ist für christliche Eheleute ihre Intimität eben auch berufen, ein Akt der Heiligkeit zu werden. Und das sollen hier Kinder sein, eben die Bereitschaft da sein, eben auch für Fruchtbarkeit, das heißt die Kinder, die Gott ihnen schenken möchte, dann auch anzunehmen. Um die Größe kirchlicher Ehe und Sexualmoral zu erklären, möchte ich ein paar Dinge voraussagen. Zu allem, was Gott gibt, was Gott uns gibt, gibt er auch eine Ordnung, wie wir es gebrauchen sollen. Zum Beispiel, er gibt uns die Gabe zu sprechen,
Er sagt uns aber auch, wie wir die Gabe nutzen sollen. Wir sollen nicht lügen, keinen falschen Meineid schwören. Wir sollen nicht den Menschen durch Rufmord schädigen und so weiter, verletzen durch Worte, sondern wir sollen die Worte nutzen, um aufzubauen, zu lieben, um zu unterstützen, zu trösten, das Reich Gottes zu verkünden. Ein anderes Beispiel, er gibt uns Körperkraft und er stellt auch diese Gabe in eine Ordnung. Er sagt uns, wie wir sie nutzen sollen. Wir sollen sie nicht nutzen zum Töten, zum Schlagen, zum Verletzen, sondern wir sollen sie nutzen, um zu tragen, zu halten, um zu umarmen und so weiter. Die Frage ist, darf Gott uns auch sagen, in welche Ordnung er unsere Sexualität gestellt hat, in welcher Ordnung wir sie leben sollen? Und ich glaube, an diesem Punkt hört es jetzt bei den meisten Menschen auf und sie würden wahrscheinlich aufspringen, vielleicht sogar mich anschreien und sagen, um Gottes Willen, Gott hat doch in eben unserem Eheschlafzimmer nichts zu tun und wie wir unsere Intimität leben, das geht niemanden, auch Gott nichts an. Und doch hat Gott uns als ganzen Menschen geschaffen mit unserer Sexualität und er sagt uns auch durch die Sexualmoral der Kirche eine ganz tiefe, großartige Botschaft, wie wir Sexualität leben sollen, damit es eine Kultur des Lebens ist, die uns tiefer zueinander führt und auch aufbauend ist. Ich sage immer, keiner denkt so groß über Sexualität, wie die katholische Kirche das tut. Und der wunderbare Papst Johannes Paul II. Hat uns die wunderbare Lehre der Theologie des Leibes mitgegeben. Es müsste eigentlich jeder Katholik sich darin vertiefen, um uns zu sagen, wie eben Sexualität im Rahmen der sakramental geschlossenen Ehe gedacht ist. Wir haben schon gesagt, Gott ist in der Mitte anwesend. Alles, was die Frau aus Liebe zu ihrem Mann tut, nimmt Gott, um sich mitzugeben. Ebenso alles, was der Mann aus Liebe zur Frau tut, nimmt Gott, um mitliebender sein, um sich mitzugeben. Das ist auch gleicherweise wahr für gelebte Sexualität, die sich öffnet, damit, wie ich vorhin schon einmal sagte, nicht nur menschliche Freude und Liebe geschenkt und erlebt wird, sondern auch ehrliche Intimität ist berufen, ein Raum des Segens zu sein, wo man auch an Gott rührt miteinander und wo auch gelebte Intimität ein Ort des Segens ist, wo man miteinander und füreinander zum Segen wird. Das heißt eben, die ganze Ehe inklusive der Intimität ist hineingenommen in diese große Liebesgemeinschaft der heiligsten Dreifaltigkeit. Der Papst geht noch einen Schritt weiter und es ist fast unfassbar groß, wie er uns vorstellt in der Theologie des Leibes, welche Berufung christliche Eheleute dann auch noch haben mit gelebter Intimität. Nämlich er sagt, Jesus Christus schenkt sich uns ganz in der heiligen Eucharistie. Er gibt nicht nur etwas oder einen Teil, er gibt sich ganz. In der Kommunion heißt es dann der Leib Christi und wir empfangen den Leib mit unserem Leib und sagen Amen. Hier findet ganz Hingabe statt, auch im Leibe und ganz Aufnahme von Bräutigam Christus und Braut der Kirche, die wir sind. Und das Große ist, dass die christliche Ehe durch das Sakrament der Ehe nicht nur nachahmt diese schenkende Hingabe des Bräutigams an die Braut und die ganz Aufnahme der Braut der Kirche eben des Bräutigams ist, sondern dass die eheliche Intimität berufen ist, daran teilzunehmen. Also das ist unfassbar groß, was für eine Würde und was für eine Schönheit, sogar Heiligkeit, also wir sprechen da wirklich von einem Akt der Heiligkeit, zu dem eben Eheleute berufen sind, so die Sexualität zu leben. Und dann, sagt uns eben der Heilige Vater, dann ist gelebte Sexualität ein Raum, der wird eine Kultur des Lebens, weil das aufbauend ist, weil Eheleute das verbindet und weil das eben auch Eheleute stärkt. Alles andere, das gelebte Sexualität vorehelich und außerehelich gelebt wird und gar nicht erklärt wird und gar nicht hingeführt wird, dass es wirklich berufen wäre, ein Akt der Heiligkeit zu sein. Das habe ich versucht hier darzustellen. Diese beiden lieben sich auch.
ist doch eigentlich gleich. Die kennen sich 3 Wochen oder 3 Monate und die leben auch schon ihre Sexualität miteinander. Merken Sie, dass das ein riesengroßer Unterschied ist? Da ist noch gar keine Ganzhingabe an den Ehepartner, hat noch gar nicht stattgefunden. Wenn man dieses Pärchen fragen würde, ja, wenn ihr Sexualität leben wollt, dann heiratet doch, dann würden sie doch sagen, nein, das ist jetzt ein bisschen Schritt zu weit, das wollen wir noch nicht, das müssen wir uns erst mal überlegen, da sind wir auch noch zu unsicher. Und dann würden wir sagen, du lebst mit deinem Körper eine Ganzhingabe, zu der du dich aber tief im Inneren noch nicht entschieden hast. Das heißt, du lebst ganz Hingabe und nimmst dich gleichzeitig noch ganz zurück und wollen wir mal schauen und eventuell bleiben wir zusammen, vielleicht auch nicht, eventuell ein Lebensabschnitt, vielleicht gelingt es 5 Jahre treu zu sein, vielleicht auch nicht. Da hat man sich noch nicht füreinander entschieden, sich noch nicht ganz an den Partner versprochen. Wichtig, man hat Gott noch nicht in die Mitte genommen, man hat auch noch nicht den Bund mit Gott geschlossen und so kann gelebte Sexualität kein Akt der Heiligkeit werden und kann gelebte Sexualität auch in Gefahr sein, zu banalisieren oder, wie wir es leider dann ja auch manches Mal in den Medien miterleben, zu pervertieren, egoistisch zu werden, dass man eigentlich so sich auf sich selbst zurückbesinnt und sagt, eigentlich geht es hier so um mich und ich möchte hier eine menschliche, leibliche Erfüllung erleben. Was da ist, schon alles mehr will ich gar nicht. Und weil Gott sagt, ich aber wohl, ich möchte viel mehr für euch. Deshalb sagt die katholische Kirche, wartet mit gelebter Intimität, baut erstmal einen stabilen Hintergrund auf, eine tragende Freundschaft und dann trefft eine Entscheidung zur Ganzhingabe an den anderen, sagt ein ganzes Jahr, nimmt mich in die Mitte und lebt dieses Größere, nämlich eine Berufung. Wir erleben, dass die meisten dieser Beziehungen nicht halten, dass die meisten Beziehungen auch nicht einmünden in eine Berufung zur christlichen Ehe. Die wenigen Jugendlichen, und ich hoffe, dass viele Jugendliche diese Sendung sehen und sich zu dieser Lebensform entscheiden, die sagen, wir warten mit der Sexualität, kommen gewöhnlich früher zu einer endgültigen Entscheidung der Ganzhingabe an den anderen und stellen gleich ihre gelebte Sexualität in den Rahmen der sakramentalen Ehe, wenn sie dann auch noch wirklich Gott bewusst in die Mitte nehmen und beten, dann werden diese Ehen nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz geschieden. Diese Beziehungen zerbrechen. Die beiden können nicht Sexualität nur dem Leibe nachleben, ist uns klar, es ist der ganze Mensch einbezogen. Man hat sich überfordert, man hat eine Ganzhingabe gelebt mit dem Körper, die man ja eigentlich noch gar nicht so, zu der man sich noch gar nicht so entschieden hat. Man hat sich auch überfordert. Oft zerbrechen die Beziehungen nicht selten wegen gelebter Sexualität. Da sehen wir, der Heilige Vater sagt eben Achtung, weil dann kann Sexualität auch eine Kultur des Todes werden, wo etwas verletzt wird in euch. Und das drücke ich jetzt mal aus mit diesen beiden Herzen. Herzen meine ich jetzt natürlich nicht das physische Herz, sondern sie sind durch die körperliche Vereinigung doch sehr nahe dem anderen gekommen und haben sich sehr tief berührt. Wenn das zerbricht, wenn das auseinanderreißt, was bleibt dann zurück? Das hinterlässt Verletzungen beim anderen. Das hinterlässt Enttäuschungen, das hinterlässt Schmerz. Jetzt war ich da nur so zum Ausprobieren. Jetzt werde ich ausgetauscht durch eine andere oder durch einen anderen. Der andere hat es gar nicht ernst mit mir gemeint. Ich fühle mich benutzt oder stehen gelassen. Und man hat sicherlich Angst, sich noch einmal auf so etwas einzulassen. Besser nicht. Wir sehen, dass diese Verletzungen doch sehr tief einreißen können in unser Herz. Und dass auch beim anderen etwas von uns zurückbleibt. Wir können das nicht so leicht abschütteln und sagen, das ist mir völlig wurscht, das war mir ganz egal. War nur so ein One-Night-Stand zum Ausprobieren. Viele Eheleute haben mir gesagt, es hat viele Jahre in der Ehe gebraucht, bis es nicht mehr wehtat, wenn ich die Frau gesehen habe, mit der mein Mann früher intim war, beziehungsweise wenn ich dem Mann begegnet
bin, mit dem meine Frau früher intim war. Das hinterlässt Spuren beim anderen. Das kann heilen. Wir haben hier einen Heiland, da braucht es viel. Gebet, Sakramente, Zeit. Aber ich bin sicher, die meisten, die sich auf diese Erfahrung eingelassen haben, werden sagen, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Ich wünschte, ich hätte mich gleich auf diesen Weg eingelassen. Und wir sehen, dass die Kirche uns gar nichts wegnehmen will. Sie ist überhaupt nicht leibfeindlich, auch nicht gegen Sexualität. Im Gegenteil, sie sagt, das ist ja gegeben zur Freude, zur Vermehrung, zur Fruchtbarkeit, zur Lebendigkeit. Das ist ein Geschenk, aber stellt es in die richtige Ordnung, damit ihr es bleibend und in Freude leben könnt. Nun wird uns in den Medien diese Lebensform vorgemacht und leider ahmen wir sie auch zu viel nach. Ja? Also ich glaube, wir haben jetzt heute verstanden, dass die katholische Kirche mit ihrer Ehe- und Sexualmoral ein zukunftsträchtiges Bild ist. Deshalb sage ich immer, die Kirche ist mit ihrer Ehe- und Sexualmoral nicht von gestern, sondern von übermorgen, sage ich ganz gerne, denn die meisten werden es selbst übermorgen noch nicht kennenlernen und verstehen lernen. Es braucht ja eine Zeit, bis so große Inhalte mal ankommen und dann auch gelebt werden. Da nach der Lehre der katholischen Kirche gelebte Sexualität ausschließlich in den Raum der sakramental geschlossenen Ehe gestellt ist, sind alle Beziehungen, die außerehelich oder vorehelich geschlechtlich miteinander leben, nicht in der Ordnung Gottes. Und das bedeutet, sie leben in Sünde. Und das wiederum bedeutet, dass sie die Sakramente nicht empfangen können. Das ist ein schwerer Brocken für uns, heute schwierig auch anzunehmen und zu fassen. Wir müssen einfach dann verstehen, dass jene, die in der Sünde leben, nicht deshalb in der Sünde leben, weil sie schlechtere Menschen wären, sind sie ja gar nicht, sondern weil sie den Plan Gottes für ihr Leben, den Willen Gottes für ihr Leben noch nicht annehmen, sondern eben sich von dem abgewandt eben anders verhalten und deshalb leben sie in Sünde. Und wir können nicht die Sakramente empfangen, wir können auch nicht die Kommunion empfangen, wenn wir in der Sünde leben. Wir sprachen schon einmal 4 Einheiten darüber, dass wir dann erst wieder durch das Sakrament der Versöhnung unser Herz reinigen, unser Leben radikal auf Gott wieder ausrichten und dann auch wieder den Zugang haben zur heiligen Eucharistie, die ja abgebildet wird, nebenbei gesagt, in gelebter, ehrlicher Intimität. Das heißt, wir sehen daran, dass das doch eine sehr große Konsequenz hat. Natürlich sind diese Paare nicht aus der Kirche ausgeschlossen und auch schon gar nicht von der Liebe Gottes ausgeschlossen. Sie können die Sakramente nicht empfangen, solange sie in dieser Situation leben. Denn nur die Absolution, wie gesagt, die können wir nur dann empfangen, wenn wir auch sagen, ich habe das verstanden und ich möchte jetzt mein Leben ändern und mich bekehren. Manche sagen, nun, Gott liebt ja jeden Menschen und Gott gibt sich ja auch gerade auch den Sündern hin. Ja, das stimmt, aber wir müssen auch bedenken, Kommunion heißt Gemeinschaft. Wir können nicht Kommunion mit Gott haben, wenn wir gleichzeitig nicht in Kommunion mit ihm und seinem Willen sind, dann ist da ein Zwiespalt, etwas, was uns aufspaltet. Dann möchte Gott, der uns ernst nimmt, der uns auch erlaubt zu sündigen, auch ernst genommen werden. Und genauso wie er in seiner großen Liebe zur Ehebrecherin sagt, wird er dann auch zu uns sagen, geh und sündige von nun an nicht mehr. Und dann, wenn diese Paare das verstanden haben und sich auch bekehren, entweder indem sie dann auch die ehrliche Intimität dann in der Zeit bis zur Ehe auch nicht mehr leben, dann sind sie in dieser Zeit zugelassen zu den Sakramenten. Die Kirche sagt schon, dass es Situationen gibt, wo Ehe unerträglich wird, wo man sich räumlich trennen muss. Angenommen, man hat geheiratet, ein Ehepartner hat sich zum Alkoholiker entwickelt und wendet auch Gewalt an in der Familie, dann muss man sagen, jetzt müssen wir uns mal räumlich trennen.
Wenn aber die Ehepartner sagen, wir bleiben im Herzen verheiratet, wir gehen keine neue intime Beziehung ein, wir leben sie jetzt mal im räumlichen Abstand und weiterhin sind wir uns in Liebe zugetan und wir beten füreinander, hoffen wir, ne, dass Gott uns so diese Situation heilt, dass wir wieder zueinander finden. Aber wenn sie keine neue intime Beziehung eingeht, brechen sie nicht die Ehe und sind zu den Sakramenten zugelassen. Nur der Ehepartner, der dann sagen würde, in der Trennung gehe ich eine neue intime Beziehung ein, der bricht die Ehe und ein Bund, der in Gott geschlossen ist, der ist unauflöslich, also auch der Ehebund ist unauflöslich und derjenige, der dann in einer neuen intimen Beziehung lebt, lebt im Ehebruch und kann, solange die Situation besteht, die Sakramente nicht empfangen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch mehrere Menschen betrifft in unserer Umgebung, vielleicht auch einige von den Zuschauern. Und da möchte ich jetzt mal ganz wesentlich etwas sagen. Also grundlegend jetzt nicht mit Angst reagieren, auch nicht mit Sorge, auch schon gar nicht mit Panik, aber doch Gott ernst nehmen, noch mehr sich Christus zuwenden und dann mal sagen, solange ich eben in dieser intimen Beziehung lebe, die wir vielleicht im Moment nicht auflösen können so leicht. Vielleicht sind ja auch schon Kinder da in der zweiten Beziehung. Dann werden wir jetzt aus Ehrfurcht vor beiden Sakramenten, dem Sakrament der Eucharistie und dem Sakrament der Ehe, die dieses Sakrament ja abbildet und auch lebbar macht, werden wir aus Ehrfurcht vor beiden Sakramenten und im Gehorsam der Kirche gegenüber die Sakramente nicht empfangen. Wir leben unseren Glauben, wir beten, wir gehen in die heilige Messe, wir nehmen den Segen Gottes mit. Vielleicht hat jemand von Ihnen sogar den Mut vorzugehen und sich eben ein Kreuz auf die Stirn zeichnen zu lassen vom Priester als ein Zeichen dafür, dass Sie so eben am Segen Gottes auch teilhaben. Und dann geben Sie Zeugnis eben von beiden Sakramenten durch ihre Treue. Und ich muss sagen, dass alle Paare, die sich auf diesen Weg auch eingelassen haben, die ich dahingehend begleiten durfte, erlebt haben, durch den Gehorsam ist Gott jetzt noch mehr in unsere Ehe gekommen, hat Jesus jetzt noch mehr in uns hineingewirkt und vieles geheilt und verändert. Das wiederum bedeutet, dass wir im Gehorsam immer mehr Segen bekommen, wie wenn wir uns im Ungehorsam über die Weisung der Kirche und Gottes hinaussetzen würden und sagen würden, das ist mir ganz egal und ich gehe einfach anderswo in die Kirche und empfange die Kommunion. Die Menschen kennen mich gar nicht und Gott liebt sowieso jeden. Also im Ungehorsam, da empfangen wir wirklich weniger Segen und weniger Gnade. Selbst wenn es jetzt eine Zeit sein kann, dass wir nicht die Sakramente empfangen, ist es nicht so, dass Jesus nicht in unser Leben eintritt. Im Gegenteil, er sieht dieses Opfer, es ist ein Opfer, sich dann der Sakramente zu enthalten. Aber ich habe auch immer erlebt, was für eine missionarische Kraft in so einem Zeugnis dieser Eheleute liegt. Oft löst das ein Flächenbrand an Gesprächen im Dorf aus. Warum empfangt ihr die Kommunion nicht? Warum geht ihr vor und lasst euch segnen? Und wenn sie dann sagen, wir haben das erkannt, wir haben das verstanden und wir möchten das jetzt auch so in der Treue zur Kirche leben, dann ist das eine Botschaft, die so stark ist, die so bahnbrechend ist. Da kommt einfach eine Predigt so schnell wirklich nicht mit. Ich möchte Ihnen noch ein Rezept mitgeben zum Schluss. Vor vielen Jahren hatte ich einen Glaubenskurs und ein älteres Ehepaar saß vorne in der ersten Reihe und sie waren sehr alt. Sie saßen beieinander in solch einer Liebe, die sie ausgestrahlt haben, die für mich wirklich zum Greifen nahe war und spürbar war. Ich spürte, der Herr war so groß geworden in ihrer Mitte. Und ich habe festgestellt, dass es also möglich ist, treu zu sein über Jahrzehnte und es ist auch möglich, dass die Liebe überlebt über so lange Zeit. Und dann habe ich sie zum Schluss gefragt, ob es ein Rezept ist, wie man das Eheleben gestalten kann, dass es so ein Leben in der Liebe ist, wie Sie beiden es ausstrahlen. Denn ich habe gesagt, ich habe es mit vielen Eheleuten zu tun und die werden sicherlich alle sehr dankbar sein, wenn sie dieses Rezept kennen würden. Und dann haben sie gesagt,
Bei unserer Hochzeit hat der Priester, der Traupriester in der Predigt uns gesagt, ihr heiratet nicht, um glücklich zu werden, sondern um glücklich zu machen. Und da haben wir uns das ganze Leben dran gehalten. Das hat mich sehr berührt. Sie haben verstanden, es ist ein Geschenk, die christliche Ehe leben zu dürfen. Es geht nicht zuerst um mich. Hauptsache, ich bin glücklich, ich bin erfüllt, ich fühle mich verstanden, der andere hat immer Zeit für mich. Wenn beide den anderen wichtiger nehmen als sich, wenn beide einander dienen, wenn beide sich fragen, wie willst du von mir geliebt werden? Wie können wir leben, dass es dir neben mir gut geht? Wenn beide das tun, dann kommt nicht nur keiner zu kurz, sondern dann sind beide glücklich. Und zumal, wenn sie beide Jesus Christus fest in ihre Mitte nehmen und diese Quelle, die unerschöpflich ist. Sie brauchen nie sagen, es ist keine Liebe mehr da. Das würde ja heißen, Gott ist nicht da, denn wir wissen ja, Gott ist die Liebe. Dieses schöne Zeugnis, ihr heiratet nicht, um glücklich zu werden, sondern um glücklich zu machen. Und wenn beide das tun, dann werden sie natürlich auch glücklich. Mit diesem Erfolgsrezept möchte ich euch, junge Menschen, weiter auf den Weg schicken, nach eurer Berufung zu fragen. Ich möchte es Ihnen, liebe christlichen Eheleute, mitgeben, es auch als eine Hilfe für Ihr Eheleben mitzugeben. Und ich bin ganz sicher, dass jetzt vieles angesprochen wurde in dieser Sendung, was auch der Vertiefung im Gespräch bedarf. Ich freue mich, wenn ihr das jetzt miteinander zu Hause tut und auch das mit ins Gebet nimmt. Und das möchte ich jetzt auch abschließend für uns tun. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen alle das Gleiche glücklich werden. Und bitte verzeih uns, wenn wir so misstrauisch gegenüber der Lehre der Kirche sind, weil wir immer meinen, sie will es uns schwer machen, sie will uns etwas wegnehmen oder du würdest etwas uns vorenthalten. Und wir danken dir, dass genau das Gegenteil gegeben ist. Wir danken dir, dass die katholische Kirche uns die Berufung zur christlichen Ehe in dieser Größe, in dieser Schönheit vorstellt, dass es ein Weg der Heiligkeit wird. Wir bitten dich für alle, die du berufen hast, dass sie diesen Weg finden, mit Freude gehen. Und für alle, die schon verheiratet sind, dass sie auch ihre christliche Ehe dahingehend vertiefen, indem sie sich immer wieder dir zuwenden, der du ja gegenwärtig bist in jedem Einzelnen von uns und durch den Bund des Ehesakramentes dich auch niemals von ihnen trennen wirst. Und dazu segne und sende uns, allmächtiger Gott, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Das nächste Mal wird es nicht weniger spannend. Es geht um die Berufung zur christlichen Ehelosigkeit, speziell auch zum gottgeweihten Leben. Schalten Sie wieder ein. Auch es bleibt spannend. Alles Gute, im Gebet verbunden. Musik.